war so ein bisschen Segelgeschichte, die wir geschrieben haben. Insofern ist es natürlich toll, jetzt da wieder mitwirken zu können und den Namen dann eben weiterzutragen. Wenn ich 5 Jahre vorausblicke, bin ich mir sicher, unsere Boote werden noch komfortabler sein und noch schneller sein. Ja, ich bin wirklich von Anfang an dabei. Mein Vater ist ja, wir sind gebürtige Dortmunder und wir hatten ein Elektrogeschäft. Allerdings das gemeinsame Hobby der Familie war dann die Segelei. Mein Vater wollte das immer recht sportlich haben, meine Mutter war da eher gemütlicher. Die Geschichte der Dehler-Werft hat ihren Ursprung in Dortmund gefunden, wo die Gebrüder Dehler eine Jolle erfunden haben, die man dann auch in Friedrichshafen auf einer Bootsmesse präsentiert hat. Und man kam mit vielen Aufträgen zurück. Nun mussten diese Boote auch gebaut werden. Und Vater suchte dann ein Fabrikationsgebäude, brauchten wir relativ schnell. Und da gab es zufällig in Freienhohl eine Halle, die fertig war, aber nicht gebraucht wurde. Und da wurde mit der Gemeinde verhandelt, dass wir da eine Kunststoffbootswerft aufmachen konnten. Eine Segeljacht erblickt das Licht der Welt. Funkelnagelneu und blitzblank verlässt sie die Stätte ihrer Entstehung. Zur Freude und zum Stolz ihres künftigen Besitzers wird sie bald auf hoher See kreuzen. Die ersten Boote waren Jollen vom Typ Pfeil Winnetou, später 470er und die legendäre Variante. Die Dehler-Yachten waren bis dahin, bis auf die Sprintersport, relativ in Anführungsstrichen unsportlich. Es war eine Mischung aus Fahrtenjachten, aber auch sehr schnelle Regatta-Yachten. In den 90er Jahren, wo die sogenannten Tonner sehr aktiv waren, hat Dehler mit der DB1 und DB2 Maßstäbe gesetzt im Dreivierteltonner-Cup. Also Willi, Dehler und ich haben uns zusammen hingesetzt und haben überlegt, weil er bisher nur immer Fahrtenschiffe gebaut hat, ich möchte gerne auch in den Regattamarkt, ich möchte junge Leute begeistern. Ich möchte nicht nur für Oma Meyer-Dirks ein schönes Wohnzimmer und auf dem Schiff bauen, sondern ich möchte auch mal, dass junge Leute sportlich segeln können. Auch diese Männer haben allen Grund, froh und stolz zu sein. Denn sie haben nicht nur mitgeholfen, das prachtvolle neue Boot zu bauen, sondern sie gehören auch zu Deutschlands größter Segelbootwerft, der Dehler Yachtbau GmbH. Hier in dem kleinen Ort Freienohl bei Meschede an der Ruhr liegt eingebettet in die idyllische, waldreiche Berglandschaft des Hochsauerlandes die Zentrale eines modernen Industriebetriebes, der sich seit seiner Gründung im Jahre 1965 zu einem international führenden Yachtbauunternehmen entwickelt hat. Aus der kleinen Firma von einst, die mit 7 Mann in einem gemieteten Tanzsaal die Arbeit aufnahm, ist die Dehler Yachtbau von heute mit fast 300 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 50 Millionen Mark entstanden. Mein Vater kannte ihn dann schon, durfte auch schon mal bei ihm mitsegeln auf diesen Hochseejachten. Ich war Jollensegler, hatte aber auch dann Kontakt dazu und er war einfach ein Fachmann für uns, der uns auch dann in diesem Projekt beraten hat. Und der Sprung dann von Dehler mit der DB1 in den Regattasport zu kommen, wir sind mit dem Schiff auch Serienweltmeister geworden, das war eigentlich eine neue Epoche, die dann von anderen Werften mal kopiert worden ist, aber die DB1 war wohl der Vorreiter einer Regattaklasse, wo man mit Regatta segeln konnte und Fahrten segeln. Die Schiffe wurden jedes Jahr etwas größer, moderner, immer sehr innovativ. Willi Dehler hatte immer sehr viele Ideen, die andere vor ihm nicht hatten. Die Testcrew der Zeitschrift Yacht unternahm mit der Dehler 31 erstmalig einen Boots-Crash-Test. Noch nie zuvor wurden, wie in der Automobilindustrie üblich, solche Tests mit einer Serienkunststoffyacht durchgeführt. Es soll geprüft werden, was passiert,
wenn man mit voller Fahrt auf einen Stein oder ein schwimmendes Hindernis im Wasser fährt. Dreimal wurde der Ponton in einem Winkel von 90 Grad frontal getroffen. Durch die Metallkante entstehen Eindrücke am Steven, aber kein Loch. Das Laminat hält. Nie hat ein Tester eine Yacht mit Absicht unter Vollzeug auf eine Steinmole gesteuert. Mein Vater hatte eben immer für seine Familie oder für unseren Anspruch, wollten wir eben immer die Lösung haben. Wir haben immer im Urlaub oder immer wenn wir segelten, das war unser Lastenheft, da haben wir aufgeschrieben, was wir brauchten. Und das ging sicherlich in den 70er Jahren schon los, weg von der IOR-Formel, also weg von den Bedingungen, dass Bootsrümpfe eben hinten schmal sein mussten und die große Breite, sondern die wurden dann einfach so gebaut, dass sie vernünftig waren. Das führte ja auch dann zur IMS-Formel. Dann haben wir kleine Vorsegel eingeführt, Selbstwendefock und das durchgeleitete Großsegel, was dann in Kombination mit dem Maindrop-System auch beherrschbar war. Zum Bergen des Großsegels wird das Fall aus der Klemme gelöst und geviert. Das niedergehende Großsegel fällt in das Maindrop-System und wird eingetucht. Mit wenigen Handgriffen ordnen Sie das Segel und schließen mit dem Reißverschluss das Maindrop-System. Mit dem Namen Dehler verbindet mich, ja, seitdem ich praktisch auf dem Wasser bin und Willi Dehler ganz klein angefangen ist, eine tiefe Verbundenheit, eine Freundschaft, die bis heute reicht, auch wenn der Willi schon im Himmel ist. Gerade die Dehler-Marke, jetzt als Marke in der Hanse Group, ist ja jetzt in dieser Performance-Cruiser-Richtung. Hanse ist dann ein bisschen mehr das Fahrtenschiff und dann haben wir Moody als ganz eigenständige Richtung. Insofern ist das natürlich toll, jetzt da wieder mitwirken zu können und den Namen dann eben weiterzutragen. Fest im Auge haben wir diese Schiffe, was ihre Geschwindigkeitsmöglichkeiten angeht, noch zu optimieren, Modelle zu entwickeln, die einfach state of the art sind und noch vielen Besitzern in der Zukunft Freude bereiten werden. Dehler insgesamt ist auf dem richtigen Weg.